Der Buddhismus hat als Religion in Europa schon längst Einzug gehalten. Lama Ole Nydal, ein buddhistischer Meister aus Dänemark, machte in Schwechat Station, um seine Schülerinnen und Schüler in buddhistischer Praxis zu unterweisen. Wir haben ihn und österreichische Buddhisten zu ihrem Weg befragt. Wie viele Menschen sind erwartet und wo werden die untergebracht? Ja, wir erwarten ungefähr 1500 bis 2000 Leute, sehr international, Österreich, Schweiz, Deutschland, England, aber auch viele aus den ehemaligen Ostblockländern, weil wir das eben versuchen, möglichst billig zu halten, so einen Kurs. Und das hängt auch mit der Unterbringung zusammen, dass das Gott sei Dank hier in Schwechat möglich ist, dass wir Turnsäle in Schulen bekommen, wo die Leute dann wie die Sardinen liegen mit ihren Isomatten und Schlafsäcken. Aber das sind wir gewöhnt bei Kursen, dass man es einfach möglichst praktisch und erreichbar für viele macht. Lama Ole Nydal, ein Meister der tibetisch-buddhistischen Karma-Kagyu-Tradition, zeigte ein großes menschliches Beispiel von dem, was mit buddhistischen Mitteln erreicht werden kann. Was macht den Buddhismus attraktiv für uns westliche Menschen? Ja, er ist wissenschaftlich, das mögen die Leute immer gerne, wenn etwas noch nachweisbar ist, nicht, dass es wirklich wirkt und dass es den Leuten hilft und so weiter. Und dann auch, dass man ihn in kurzen oder langen Dosen haben kann, je nachdem, wie tief man rein will und wie man es machen will. So, ich denke, die beiden Sachen da, und dann haben wir auch guten Namen, also wir sind, so viel ich weiß, nicht in irgendwelchen größeren Kriegen eingewirbelt, nicht, oder was man sagt, unter Druck. Wir stehen nicht unter Druck. Wir sind meistens die Leute, die irgendwie angeschossen werden und gestört werden, als dass wir anfangen, andere zu beschießen und so weiter. Nicht? So, das ist, so, ich denke, die Leute haben vielleicht auch ein leichtes Gefühl, dass hier sind freundliche Leute, denen man eigentlich gut behandeln sollte. Nicht? In einem Zustand totaler Furchtlosigkeit und ständiger Freude ist Nydal unendlich kraftvoll und ausdauernd in seiner Aktivität zum Besten aller Menschen. Was bedeutet Mahamudra? Maha ist Sanskrit und bedeutet große, und Mudra bedeutet Zeichen. Also das Zeichen, was man macht, wenn man mit einer Aussage direkt alles auf den Punkt trifft. Also so in der Weise, das ist, was es wirklich bedeutet. Maha und Mudra kann auch angestellt werden auf die Kleider, die man hat, den Lebensverlauf, den man hat und so weiter. Aber meistens ist es eben das, dass man durchschneidet und klar verständlich ist. Meistens macht man irgendwann einmal eine Lebenserfahrung, wo man dann sieht, viele Fragezeichen auftauchen. Und in meinem Leben war das so, dass damals ein Patient eigentlich im Sterben lag und ich habe ihn begleitet bis zum Ende. Und da sind dann ganz viele Fragen aufgetaucht und eigentlich hat es für mich keine Antworten gegeben. Und die habe ich dann eigentlich im Buddhismus gefunden, indem dass ich jemanden kennengelernt habe, der Buddhist war. Und ich sie dann gefragt habe, ja, ob sie mir dazu was sagen kann, zu Ursache und Wirkung, zu Tod und Wiedergeburt und warum diese Situation so ist. Und dann hat sie mir damals eine Aufnahme gegeben vom Lama Ole, wo er genau über diese Themen spricht. Und ich habe das gehört, ich habe die Dinge gelesen und ich habe genau gewusst, das war nur so genau. Schwerpunkt der Karma-Kagyu-Tradition ist die Sichtweise, dass jeder Mensch das Potenzial eines Buddhas in sich hat. Dieses Potenzial kann man auch in einem normalen Alltag hier im Westen mit Beruf und Familie voll entwickeln. Viele denken immer, Buddhismus ist einfach eine Lebensweise, ist ja eine Lebensweise. Viele denken, Buddhismus ist Philosophie. Ich würde sagen, Buddhismus hat sehr viel Philosophie. Und es ist aber eindeutig nicht nur Philosophie. Das, was tatsächlich ganz wesentlicher Punkt für, im Grund für alle, die da regelmäßig kommen, ist, dass man tatsächlich Mittel in die Hand bekommt, wo man tagtäglich einfach daran arbeiten kann, mit seinem eigenen Geist arbeiten kann, um eben wirklich, also das innewohnende Potenzial einfach wirklich zu erwecken. Nötig dazu sind Belehrungen und Übertragungen eines fähigen Lehrers, die ständige Übung bestimmter Meditationen und ein reflektiertes, bewusstes Verhalten in allen Lebenssituationen. Die Erleuchtung ist, wann alles mühelos selbst entstanden und mühelos kommt, weil alle Hindernisse, alle Einengungen von den Möglichkeiten von Körper, Rede und Geist, dass die aufgelöst worden sind. Und dann plötzlich schaut man sich rum und alles ist einfach spannend, bloß weil es ist.
es sei die verschiedenen Bilder, es sei die verschiedenen Farben, es sei die verschiedenen Inhalt, die im Leben der Menschen ist und im Leben aller Tiere ist und so weiter.